Hallo und herzlich willkommen, hier ist mal wieder euer Gymnox und ich stelle euch heute einen richtig, richtig geilen Mod vor. Der ist leider noch in einer Testversion bzw. in einer unfertigen, buggigen Version. Das heißt, es kann ab und zu mal zu Fehlern und zu Merkwürdigkeiten kommen, aber an und für sich ist dieser Mod unglaublich geil. Er fügt eigentlich keinerlei Funktionalitäten hinzu. Es ist einfach nur ein Spaßmod und ich rede über Morph. Morph ist ein Mod, der von iChun mal wieder gemacht wurde. Oder iChun? iChun? Weiß ich immer nicht, wie man den so ganz ausspricht. Man hat keinerlei neue Blöcke dazu. Was ihr hier vielleicht seht, ich habe hier weitere Blöcke drin. Ja, das liegt daran, dass ich noch zusätzlich dazu Twilight Forest und Mistcraft installiert habe und das hat einen Grund. Aber dazu komme ich später. Ich zeige euch jetzt erstmal die Grundfunktion von dem Mod. Auch muss ich sagen, für alle, die diesen Mod runterladen und aus dem deutschen Spielraum kommen, die Wechseltasten für die Sachen, die ich jetzt gleich zeige, sind die eckigen Klammern. Das Blöde ist nur, dass es für eine englische Tastatur ausgelegt. Das wäre bei uns die Ü- und die Plus-Taste. Nur das funktioniert scheinbar nicht, beziehungsweise bei mir hat es nicht funktioniert. Das heißt, ihr müsstet in den Config das umlegen. Ich habe es mir jetzt auf den Nummernblock auf 1 und 3 gelegt. Ihr seht schon, wenn ich die Taste drücke, dann sehe ich meinen Skin. Das ist jetzt irgendwie erstmal nichts Besonderes oben links. Ne? Mit Enter wähle ich den aus. Aber warum habe ich jetzt ein Schwert in der Hand? Hey, Schwein, gib mir dein Fleisch. Ich habe zwar einen Apfel, aber der schmeckt mir nicht. Ich möchte lieber dich haben. What zum... Ich kann unter Bäumen laufen. Und mal gucken. Ich bin ein Schwein! Ja, jetzt kann ich hier nämlich ein Schwein auswählen. Und jetzt kann ich auch wieder zu mich selber werden. Und blub, bin ich wieder ich selber. So. Werden wir doch mal eine Kuh. Ne, eine Kuh ist doch was Schönes. Oh. Ja, stirb. Oh. Eure Items werden je nach Mob-Typ, den ihr habt, nicht gerendert. Das heißt, als Kuh haltet ihr natürlich kein Schwert oder sowas, aber ihr könnt es trotzdem nutzen. Oh ja, das ist, bietet sich auch an. Ja, wie gesagt, manchmal noch ein bisschen buggy. Ihr könnt dadurch nicht schneller im Wasser schwimmen. Es ist wirklich einfach nur das Aussehen. Und ihr könnt jetzt auch an Land so rumlaufen als... Ja... Viech. Sehr schön ist das Ganze natürlich auch, wenn ihr... Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher. Ich bin in... einem Schwierigkeitsmodus, okay. Das ist gut. Ihr könnt nämlich zum Beispiel auch lustige Sachen mit einem Spawn-Creeper-Egg machen. So. Müsste nur schnell genug sein und den Creeper auch wirklich umbringen. Ihr seid ein Creeper. Und ihr könnt Leute so erschrecken, weil ihr habt, sobald ihr ein Morph seid, keinen Namenstag mehr. Ihr seid jetzt einfach ein Creeper. Und lauft halt als Creeper rum. Das ist halt ziemlich cool. Und dann wartet ihr hier einfach und dann... Ah, da kommt einer. Und dann, ja, die werden sich erschrecken. Es gibt leider noch keine Möglichkeit, die Geräusche wie die Tiere zu machen oder so. Aber es ist trotzdem ziemlich episch. Ich mache es jetzt außerdem mal kurz Nacht. Ich setze mal die Helligkeit... Ich setze nicht die Helligkeit hoch, ich gehe aus dem Spiel raus. Ich setze mal die Helligkeit hoch, dass ihr das auch alles ein bisschen seht jetzt. Und nehme mir mal ein Enderman. Na! Wo? Komm wieder. Da oben. Und wir cheaten jetzt mal ein bisschen, dass wir den auch wirklich kriegen. Jetzt sind wir ein Enderman. Man sollte nur als Enderman beachten, dass man drei Blöcke hoch ist. Das heißt,
Man kann dann halt auch wirklich, also in dem Sinne gibt es schon die Eigenschaften, die Mobs haben. Die kann man schon übernehmen, aber ja, ansonsten auch nichts weiter. Und ihr solltet auch bedenken, dass ihr als Enderman, wenn ihr den killt und der ein Stück Erde in der Hand hatte, dann behaltet ihr die Stück Erde. Das heißt, wenn ich jetzt nochmal einen Enderman töten würde, der ein anderes Stückchen hätte, dann könnte es sein, dass ich mich erneut in einen Enderman morphen kann. Also, dass ich hier einen zweiten Enderman in der Liste habe. So, was wollte ich euch jetzt mit den anderen Sachen noch zeigen? Es ist nämlich so, dass ihr jegliches Tier aus diesem Mod auch werden könnt von Twilight Forest. Ich bin hier ein Pinguin. Ein Pinguin. Ja. Es gibt eine Option zum Einstellen, dass ihr auch Way, really? Das war ein Fail, würde ich mal behaupten. Dass ihr auch die Kinderversion von Mobs werden könnt, zum Beispiel von Baby-Zombie zum Beispiel. Slime ist natürlich sehr episch, wenn ihr ein Riesenslime seid. Es gibt auch eine Einstellungsmöglichkeit, dass ihr die Bosse sein könnt, aber das würde ich euch nicht empfehlen, weil das ist noch ziemlich verbuggt und das hat er auch selbst gesagt, dass das, also es ist extra eine Config-Option dadurch geworden, weil es einfach zu verbuggt ist. Ja. So, und eine Sache möchte ich euch noch zeigen. Und zwar Mystcraft. Und Mystcraft, die Bücher. Nein, ich möchte ein. Ich habe doch Mythcraft noch drauf, oder? Warum habe ich Mythcraft nicht mehr drauf? Kann mir das mal jemand sagen? What? Ich hatte Mythcraft mit installiert. Na, wir sehen uns gleich wieder. So, was da eben gerade auch immer passiert sein mag. Auf jeden Fall habt ihr euch schon mal gefragt, warum so ein Linkbook, wenn ihr es auf den Boden fallen lässt, irgendwann stirbt? Richtig, das liegt daran, dass es ein Entity ist. Und ihr könnt es töten. Und ihr könnt ein Linkbook werden. Das ist ziemlich geil. Und darum kann man sagen, wenn ihr Half-Slap zum Beispiel setzt, könnt ihr mit dem Linkbook darunter durchhuschen. Es geht nicht immer, manchmal schon. Je nachdem, wenn ihr zum Beispiel durch Forge Multipart dann die Blöcke setzt oder sowas, funktioniert es besser. Vanilla-Mechaniken funktionieren manchmal nicht so. Auch gibt es bei den Twilight Forest Teilen einige coole Sachen, die sich wirklich lohnen, sich in die zu ja, verwandeln, wie zum Beispiel der Moskitoschwarm. Okay, ich habe jetzt noch den Hungereffekt, deswegen sieht man jetzt hier noch diese Flöppels hier. Die kann ich jetzt leider gerade nicht so schnell. Da müsste ich mir Milch holen. So, und jetzt bin ich einfach nur am Moskitoschwarm. Und wenn man sich irgendwo in den Wald stellt oder sowas, keiner wird einen sehen. Auch cool fand ich persönlich war. War es das hier? Ja, das ist auch ziemlich cool. Man ist halt dann einfach ein Buch, was fliegt. La, 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 la. Ein Bug möchte ich euch noch zeigen, und zwar der nee, Block and Chain Goblin. Genau. Dieser Goblin hat eigentlich so eine Kette. Das ist nicht sein Kopf, das ist so ein Morgenstern, würde ich mal behaupten. Wenn ihr den tötet, dann ist euer Kopf so, nope, ich bin weg.
Finde ich voll cool. Und eure Hände sind irgendwie falsch rum. Das heißt, irgendwie das Ganze ein bisschen krüppel. Also das ist das einzige normale Entity, was verbuggt ist. Außerdem solltet ihr bedenken, falls ihr Bossmonster anhabt und den Enderdrachen killt, gibt es derzeit noch einen Bug, dass ihr kein Enderportal bekommt. Das heißt, ihr bleibt für ewig im Ender stecken. Oder holt euch über NEI oder so ein Portal rein. Ja. Also, ein saugeiler Mod zum Rumspielen. Und ich muss dazu sagen, wenn ihr diesen Mod auf dem Server installiert und einen Mitspieler tötet und diese Config-Option anhabt, verwandelt ihr euch in diesen Spieler. Inklusive Namen. Ihr heißt dann auch so wie dieser Spieler. Das heißt, ihr könnt Leute richtig gut trollen. Also richtig gut trollen, weil ihr seht nicht nur aus, ihr heißt auch wie der Spieler. Und das ist mega cool. Und hier seht ihr nochmal irgendwie ein bisschen buggy. So, das heißt, hier würde dann nicht nur so ich sein, sondern über meinem Namen würde dann zum Beispiel, keine Ahnung, Soren stehen. Ne? So ein bisschen so für die Leute, die es kennen. So. Okay, also holt euch den Mod, spielt mit rum, verarscht ein paar Leute, habt Spaß und ja, haut da rein. Das war euer Gymnox. Ciao, ciao.